Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rolle Mingmanns und Scheiße, Leute. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. So, heute wollen wir uns diese Festung reinziehen, die sich jetzt gewünscht wurde. Ihr wolltet's haben und ich mach's natürlich auch für euch. So, meine Lieben, dann ohne große Umschweife stelle ich euch einmal mal meine Angriffsarmee vor. Starkuga, der Schamlose. Flak, Schwertschmied. Azgrom, der Grobe. Arkot, der Schlechter der Toten. Urbeno, Zwergenhasser und natürlich Skun, der Barbarische, stehen sich nun dieser Festung gegenüber. Wir wollen mal gucken, was uns jetzt... Also, wir wollen mal jetzt mal schauen, wir legen jetzt einfach los. Let's go. Weil ihr es euch gewünscht habt, ich kann... Und weil ich halt auch irgendwo Lust hatte, mal sowas mal wieder zu machen. Muss man ganz ehrlich sagen, am Ende reg ich mich wieder darüber auf. Ich weiß, ein bisschen scheiße, aber... Das ist wie das Getränk, da wo ihr überhaupt keinen Bock habt, das zu trinken und... Aber ihr macht's trotzdem. Aber gut. Krimp, die Flamme des Krieges, den kennt man auch. Wartet mal kurz. Ich guck mir jetzt mal kurz die Jungs hier an. Krom, die Flamme des Krieges haben wir. Takra, Knochenlecker. Da haben wir Sun der weißen Hand, okay. Es wird jetzt natürlich ziemlich schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil das sind hier schon hochdekorierte Uruks. Trotzdem haben die in meinen Augen gar keine Daseinsberechtigung mehr in irgendeiner Festung. Besonders nicht in der Form, dass sie halt irgendwo hergenommen wurden. Muss ich leider an der Stelle sagen. Ich erkenne denen jede Berechtigung ihres Daseins ab. Und das mit Freuden, das muss ich leider an der Stelle mal sagen. Oh scheiße, irgendeiner hat einen Drachen losgelassen. Ich lasse jetzt mal ein paar Karagor los. Das wird jetzt natürlich eine ziemliche Herausforderung für mich. Habe ich schon länger nicht mehr gehabt, so etwas. Auf der anderen Seite, Leute, bitte seid mir nicht böse. Aber wenn ich sowas nochmal sehe, das war jetzt echt, da hat ich jetzt nur, ich werde jetzt auch es fies machen, ganz einfach. Ich werde die jetzt rekrutieren. Ich werde jetzt diverse rekrutieren, dass wir hier auch gut durchkommen. Weil ich weiß, dass hier einige von denen brutal sind. Uns erwartet hier drin echt eine Karambolage biblischen Ausmaßes. Gell? Dagegen wird die Offenbarung des Johannes ein Scheißdreck sein, was hier abgehen wird. So. Schnauze! Ich bin keine verkackte Motte. Leck mich am Arsch! Ja. Was ist denn jetzt los? Oh, der ist benommen. Shay. Dem geben wir richtig. Solange der benommen ist, Leute. Oh, der ist nicht immun gegen... Oh, schön. Oh, scheiße. Schnell weg, weil Krimp ist nämlich, ja. Krimp hat nämlich die schöne Eigenschaft, dass er keine letzte Chance gibt. Grom, die Flamme des Krieges. Ich will mit dem da reden. Komm her! Komm, sprich mit mir! Ach, geh doch scheißen, du Drecksau! Habe ich mir gehofft, dass ich jetzt hier mal wenigstens gute Laune kriege auf einmal. Aber nee, am Arsch, die Waldfee, Mann. Verreck, du Schwein. Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Jetzt werde ich ihn begrüßen. Ach, weißt du was? Gib's dir ins Knie. So, rüber abgehakt. Eine Scheiße, ey. Ich müsste jetzt mal gucken, dass ich die ein bisschen gegeneinander auf... es tut mir auch gerade ein bisschen leid, dass ich mich gerade immer so aufgeregt habe, aber das muss halt wirklich sagen, das ist halt hart. Das ist halt wirklich heftig. Weil vorher, es gab immer wieder solche Festungen, die halt, sage ich jetzt mal, so relativ dürftig, sage ich jetzt mal, mit Uruks waren, die man nicht kennt.
ja. Und da ist, dass ich darauf absolut keinen Bock mehr habe, hoffe ich dann doch irgendwo, dass da irgendwo ein gewisses Verständnis daherkommt. Ah, schön. Aber wir kommen ja ganz gut durch. Immerhin etwas. So. Stakuga, hast du einen Arsch offen? Ja, läuft, ne? Stakuga, aber sonst geht's dir gut, oder? Oh, lass den weg von mir! Was geht denn jetzt ab? Oh, Bagger, die Flamme des Kriegs. Alter, das war doch der Nuller. Das war doch der Nuller-Uruk, der getötet wurde. Ja, krass. Ah ja, Volk hat sich schon mal wenigstens bezahlt gemacht. Auch nicht schlecht, die Jungs. Ja, Stakuga ist, ja, hat Skunden getötet. Das ist eine tolle Sache. Alter Schwede. Nein, scheiß mir ins Essen. Scheiße, 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 scheiße. Oh Mann, ey. Alter Falter. Nix, hier wird gar nichts verteidigt bis zum letzten Mann. Stirb, du scheiß lachende Ratte! So, damit er Feierabend ist mit dem, hey. Also ich muss leider wirklich sagen, es ist, also wir kommen gut durch, auf jeden Fall überraschend gut. Mein gut, ich habe jetzt hier auch meine Besten eingesetzt. Trotzdem aber, seid mir bitte nicht böse, aber das ist eindeutig zu viel. Stakuga, würdest du es unterlassen, bitte hier alle möglichen unsere eigenen Leute umbringen zu wollen? Und besser noch, lass es mich, hör auf, mich zu versuchen zu töten. Ich habe so echt das ungute Gefühl, dass das heute nicht der letzte war, den Stakuga getötet hat von unseren eigenen Männern. Gott, der Alte ist nicht besoffen, benommen. So. Wer ist denn das? Ei, der hat zu meinem... Ah ne, das ist Gal. Ist okay. Willst du mit mir tanzen? Ach, geh doch weg! Du hässlicher Sack! Oh, Schisse! Arzgrom, bringen Sie um! Oh, das ist cool. So einen Spruch habe ich auch noch nicht gehört. Stirb, du Schwein! Du kannst die Maschine nicht töten. Der Stahl bleibt für immer. Ah ja, die fangen jetzt auch miteinander an, mittlerweile sich gegenseitig umzubringen. Die ganzen Jungspunde tun sich gegenseitig umbringen wollen. Meine Fresse. Mach dieses Scheißtor auf, Abenno!
Heck jetzt! Mach dieses gottverdammte Tor auf! So. Oh, okay, ja gut, das ist in Ordnung eigentlich. Ja, das ist gar nicht schlecht. Wenn er noch so einen Sack auf dem Kopf hat, okay. Dann erlaube ich es, dass der dabei ist. Das muss man an der Stelle sagen. Das finde ich natürlich cool. Ansonsten, der bin ich absolut ein Feind eigentlich davon. Dann hättest du den. Hättest du den anderen. Warum? Ich frag dich wirklich, warum musste Skak die Maschine hier rein? Warum musste Lorm der Wächter hier rein? Warum? Was hast du mit Gaal der Flamme des Krieges versucht zu beweisen? Oder Krimp der Flamme des Krieges? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Das ist... Nee. Einfach nur nee. Ehrlich, nein. Nackra der Turm. Ich krieg's kotzen, wenn ich den nur sehe. Ja, ist das Luca die Flamme des Krieges? Kenne ich auch noch nicht, aber ey, cool. Es gibt ja doch so ein paar, die ganz cool aussehen. Aber es gibt manche. Denke ich mir einfach nur so, nö. I'm sorry, Ratak, der Schamlose. Was ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Ist auch kein Unbekannter, der Turm. Im Normalfall ist ein Turm kein Unbekannter mehr, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Arzt, komm, willst du mich verarschen? Junge, Scheißendreck. Scheiße! Jawohl. So macht man Tor auf. So. Alter, da hinten wird jetzt gleich so ein Gemetzel abgehen. Das wird so krank. Flak, auf geht's jetzt. Kämpfen. Tötet sie alle, lasst keinen am Leben von ihnen. Ratak, der Schamlose. Aufschlitzen, alle Mann hier. Tja, die bringen sich hierher gegenseitig um. Boah, scheiße. Lorm der Rote. Oh, den kennt man aber auch. Entschuldigung. Es ist halt so, also, sorry, das halt das Auffälligste hier wirklich an dieser Festung ist halt wirklich, dass hier halt jeder bekannt ist eigentlich. Dass ich gegen beinahe jeden von denen wenigstens einmal schon mal gekämpft habe. Und nicht nur einmal, sondern wir gehen jetzt hier schon in zwei Stellen, also 10 bis 20 Mal sogar teilweise gegen manche Uruks. Und das ist halt wirklich so. Weil wer meine Videos kennt, der weiß, er hat so eine ungefähre Vorstellung, wie viele Festungen ich schon angegriffen habe. Und dann kennt ihr noch nicht mal die Festung, die ich ohne es aufgenommen habe, angegriffen habe. Also da kommen wir schon auf eine ziemlich hohe Zahl. Ich würde jetzt nicht sagen, auf dreistellig, glaube ich, jetzt eher weniger, aber
Also da, also in Hund, Hund, ist das drei? Ist ja auch wurscht. Also da sind wir schon hier im Dreistelligen, sind wir auf jeden Fall im Vierstelligen, eher weniger. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach jetzt hierbei, es sind hier Uruks teilweise sogar doppelt gewesen und das ist etwas, was ich nicht cool finde, absolut. Und mit bekannt meine ich wirklich bekannt. Also es waren jetzt hier nicht welche dabei. Da muss man noch mal kurz nachdenken. Am Arsch die Waldfee. Ich kannte die alle. Ja. Das muss ich echt sagen, das war bei dieser Festung wirklich übertrieben. Punkt aus, fertig. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten mehr. Deshalb sage ich ganz ehrlich, ich glaube, ich würde auch sowas nicht mal mehr vorstellen bald. Weil das möchte ich nicht, dass das zur Norm wird, weil dann habe ich keinen Bock mehr darauf, das zu machen. Dann habe ich keinen Bock, die Festung anzu. Ich finde es ganz gut, dass der nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Das ist ein Pluspunkt. Irgendwo. Aber so an sich fehlt da doch noch ein bisschen was. Ne? Und er hat Feuer, das ist cool. Das ist cool, der hat Feuer, das ist nett. Das ist nett. Der hat auch ein bisschen zu viel die Nackenmuskulatur trainiert. So, jetzt auf die Plätze, fertig schlagen. Hi. Ich habe gehört, du kommst wieder, wenn man dich tötet. Wir werden also viel Spaß haben. Nee. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die aufeinander auch so miteinander harmonieren. Was jetzt hier halt wichtig ist, ich muss gucken, dass wir hier möglichst den Hawk, die Stärken von Hawk einsetzen können. Das brutale Draufgehen, das. Wir dürfen eigentlich auch. Oh, scheiße. Ja. Der macht Two Hits, der Kerl. Aber das ist gut, dass die gegeneinander kämpfen. Das ist verdammt gut. Das hilft mir persönlich ungemein viel. Jo, wo läuft? Junge, stellt euch mal vor, der hätte keine letzte Chance. Also. Dann wäre hier wirklich die Butze zu klein. Alter Falter. Den schlüsseln wir jetzt auf. Die Sackratte hier. Spring dich um, du Schwein! Falschen Mann erwischt. What in the actual fucking hell are you doing there, you sh? Ey! Ey, Alter, ich schlitz dich auf, Junge. Das glaubst du, aber du bist fällig. Du bist richtig fällig. Denn ich mach das. Ich töte ihn, indem ich einen seiner anderen Männer um seine Männer. Okay. Ich meine nicht, dass es irgendwas gebracht hätte. Sage ich ganz ehrlich. Sehr schön. So. Jetzt haben wir ihn da, wo er hingehört. Jawohl!
Wir haben ihn besiegt. Ja. Geil. Wir haben es geschafft. Leute. Schönes Ding. Ja. An sich ein feines Gemetzel, muss man mal an der Stelle sagen. An sich absolut machbar. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, habe ich schon meine Kritik dazu, glaube ich, mehr als genug geäußert dazu. Und dann sage ich, haut da rein, bleibt dabei, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Lemmingwanze. Und ja.